Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul für dich. Sehr umfassend, sehr umfassend. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ein bisschen was zugeschickt bekommen von Purish und von Imaku und von Dr. Pericot und ich habe mir ein bisschen was bei Sephora bestellt und ja, ich möchte dir einfach mal zeigen, was jetzt so neu bei mir eingezogen ist und ich fange ja tatsächlich mit dem außergewöhnlichsten Produkt an. Und zwar ist das ein Mülleimer. Ich habe mir gedacht, damit kann ich dieses Video doch optimal eröffnen. Und zwar Imaku. Das ist ja eine Marke, mit denen habe ich schon mal eine Kooperation zusammen gehabt, beziehungsweise schon mehrere. Und jetzt habe ich wieder eine Kooperation mit denen. Und die Kooperation besteht auch darin, dass ich euch tatsächlich einen 30% Code mit an die Hand geben kann. Den blende ich euch hier. Ich wollte gerade hier machen, das ist leider der Müller in meinem Weg. Hier, Claudi30 müsste der sein. Blende ich euch den einfach mal ein. Ich habe euch auch alle Links dazu in der Infobox reingepackt. Also, Imaku ist eine Firma, die macht wirklich coole Haushaltsgegenstände. Und die findet ihr auf Amazon. Ich durfte mir aus einer ganz großen Liste 5 Produkte aussuchen. Und für die 5 Produkte habe ich dann auch für euch einen Rabattcode bekommen. Ne? Also das ist im Prinzip, bin ich daran schuld, welche Produkte ihr günstiger bekommt. Deswegen hofft einfach auf meinen guten Geschmack. Als erstes ist es tatsächlich ein Badezimmermülleimer geworden. Ne? Ich finde den einfach schön. Ja, muss ich da groß was zu sagen? Es ist einer, da tritt sich hier unten drauf und dann geht der auf. Und das hier oben ist einfach Holz. Ne? Das ist halt wirklich auch Holz. Und das finde ich einfach mega geil. Passt bei uns einfach in diesen modernen Landhausstil, den wir haben. Und deswegen ist dieser Müller mal das erste Produkt, was ich in diesem Holz zeige. Und ich finde es ein bisschen freaky. Aber ich finde ihn geil. Ich finde ihn wirklich geil. Ne? Also mein Geschmack ist merkwürdig, aber er ist da. Dann habe ich mir ausgesucht, das habt ihr eben auch schon im Thumbnail gesehen, diese mega coolen Einsätze. Das sind eigentlich Einsätze ja, für Regale, für Kinderregale kannst du die auch nehmen. Ne? Und die passen 1A in meine Expedit-Regale rein. Und das fand ich einfach geil. Ich habe vorher die Maße bekommen und habe das dann ausgemessen. Und da habe ich mir einmal hier diesen mega süßen Löwen geholt, der einfach auch super flauschig ist. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist die eine oder andere dabei, die das genauso feiert wie ich. Deswegen gibt es hierfür ja auch 30% Rabatt. Man kann aber auch, wenn man sagt, Mensch, ne, also ich will es ein bisschen schlichter haben, das ganze Ding umdrehen, dann passt es eins zu meinem Oberteil hier. Aber ne, dann hast du es halt schlichter. Dann hat man das nicht vorne, aber ich fand das süß. Dann hast du an der Seite auch so Haltegriffe. Also man kann es auch auf den Schrank draufstellen zum Beispiel. Wenn man jetzt nicht unbedingt ein Expedit oder so zu Hause hat. Ich glaube, die heißen mittlerweile auch anders, oder? Egal. Und das habe ich mir ja nicht nur in der Optik von dem mega süßen Löwen ausgesucht. Und das ist ein Bär. Ne, das ist ein Löwe, ne? Ja. Und dann habe ich mir noch einen Fuchs ausgesucht, einen Waschbären. Ich weiß nicht, so kommt das nämlich verpackt an. Das wollte ich euch auch nochmal eingepackt lassen. Werde ich aber gleich tatsächlich da neben mir in mein Expedit reinstellen, weil ich das einfach so klasse finde. Das sind halt so schöne große Boxen. Ich weiß nicht, was es sein soll. 29x29x29 sind die Maße. Und ja, ne, so schaut es dann quasi eingepackt aus. Ich finde es total klasse. Und die Qualität gefällt mir davon und deswegen empfehle ich das halt wirklich auch gerne. Nicht, weil es eine Kooperation ist, sondern weil ich mir wirklich sinnvolle Produkte aussuchen wollte, ne, und euch die dann auch empfehlen möchte. Und Leute, ich habe ja letztens mit Just Spices zusammen den Adventskalender als Kooperation gehabt. Da kam das hier mir sehr gelegen. Und zwar ist es ein Gewürzständer. Da kann man sich in diese 16 Gläschen tatsächlich Gewürze reinmachen. Ich finde, sowas braucht man irgendwie in so gut wie jedem Haushalt. Dafür brauchst du aber eine etwas größere Küche wahrscheinlich. Das sind halt solche Gläser, die muss ich natürlich noch durchspülen. 16 Stück sind davon enthalten und da kann man halt seine Gewürzmischung reinmachen. Vorne drauf kannst du dann entweder mit einem Klebi, also ich habe so ein Etikettiergerät, heißt das so? Ich weiß es nicht. Genau, da werde ich halt dann draufschreiben, was drin ist, dass man das dann halt auch entsprechend weiß. Und ich fand das halt praktisch. Also wir haben sowieso schon sowas mal haben wollen. Genau, und das hat hier unten drunter, ich kann das jetzt schlecht, ne, aber es hat hier so ein Drehteller. So, und das letzte, was ich mir ausgesucht habe, ist ein bisschen stylisch, aber es passt designtechnisch sehr zum Mülleimer, denn es ist einfach mal so ein Beistelltischchen, beziehungsweise, ja, Hocker. Ne? Ich würde mich da jetzt, glaube ich, nicht unbedingt draufsetzen, weil ich Angst hätte, dass es mich nicht aushalten würde. Das ist 30,5 in der Höhe und 38,5
cm im Durchmesser und du hast hier halt auch so eine Holzplatte drauf und ich finde, ne, moderner Landhausstil, ich mag das ja total gerne. Das ist ja absolut unser Ding hier und ja, da kannst du Sachen drin aufbewahren. Ich denke, dass ich das bei uns im Schlafzimmer hinstellen werde, weil unser Schlafzimmer ist so ein bisschen das Waldzimmer. Wir haben als Fototapete auch so eine ganz große Waldgeschichte da und der Boden ist so ein Vinyl mit Kork und der ist halt auch, ne, so in Waldoptik, also in Holzoptik. Da passt das halt auch super zu und neben meinem Bett habe ich halt noch ein bisschen so eine Ecke, die so eine tote Ecke ist und da haben wir hier halt dann, ne, so sieht der Deckel dann quasi aus, kann man hier einfach so abnehmen. Dann einfach etwas, was ich ganz praktisch finde. Ja, ich finde, ich habe da 5 sehr praktische Gegenstände ausgesucht, ne? Und wie gesagt, 30% Rabatt gibt es da jetzt, weil es quasi so ein Launch ist, weil diese Produkte neu in den Amazon Online-Shop mit aufgenommen werden von Imaco und genau, deswegen gibt es da jetzt für euch 30% Rabatt. Für die Produkte. Genau. Vielen Dank an Imaco. Fand ich richtig cool. Die erste Kooperation, die wir hatten, hat nämlich vor ziemlich genau einem Jahr stattgefunden. Da habe ich den Adventskalender ausgepackt. Sehr cool. Aber ich glaube, dieses Jahr gibt es keinen. Leider. Okay, dann habe ich hier noch ein weiteres Paket. Und zwar ist das von Purish. Das ist dieses hier. Also ich wollte es einfach nur mal gezeigt haben. Ich liebe die Verpackung von Purish. Also wenn das ankommt... Eben gerade hat erst die Briefträgerin das vorbeigebracht. Nee, der Briefträger. Das war ein Mann heute. Ja. Ne? Dann freue ich mich direkt schon, weil ich direkt schon an der Verpackung sehe, was das sein wird. Und ich finde es einfach gut verpackt. Huch, das ist ein Briefchen. Dann hat man hier halt diese Bommels drin, die ich einfach total praktisch finde. Die werde ich auch immer weiter verwenden. Und ich durfte mir 2 Lidschattenpaletten aussuchen, weil Love hat neue Lidschattenpaletten rausgebracht, Leute. Love hat endlich neue Produkte. Ich liebe Love. Ich habe den Love Adventskalender bestellt. Link dazu unten in der Infobox. Die sind noch verfügbar, ne? Bei auf jeden Fall vorbei. Self Love Eyeshadow Palette. Und ja, genau. Da habe ich mir einmal die Self Love ausgesucht. Das ist diese hier. Ich freue mich schon drauf. Das sind halt so natürliche Geschichten, ne? Also Nude quasi. Und das hier sind keine genau länglichen Fännchen, sondern quasi längliche Fännchen. Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung. Damit komme ich klar. Es ist eine gute Reisegröße tatsächlich von der Palettenform her. Das mag ich gerne. Und die Paletten sind einfach riesig, ne? Du hast da richtig viel Produkt pro Farbe. Und das hier ist jetzt eine sehr neutrale, zurückhaltende Geschichte, die ich mir aber halt auch sehr, sehr gut für den Alltag vorstellen kann. Und eben weil ich die Kooperation jetzt mit Purish habe, ist mein Gutscheincode CLAUDIXLOVE, CLAUDIXLOV, wieder verfügbar. Das heißt, du sparst damit 20% auf das komplette Love-Sortiment bei Purish. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ich denke, ich werde die alle in einem Look integrieren, aber wir werden jetzt mal... Boah, ein bisschen was swatchen. Und sie so, boah... Tut mir leid. Also es sind wirklich mega, mega. Ich liebe die Love. Ich kann gar nicht mehr vollkommen krass normale Sätze reden, Leute. Ich liebe die Love-Qualität. Ich bin so traurig drum, dass die nicht mehr in der Drogerie verfügbar sind, sondern halt nur noch online. Weil, guckt euch das mal an. Das ist einfach eine super schöne Qualität und... Ich finde es einfach schade, dass Love nicht mehr, ja, dass man es halt dann online bekommt. Aber ihr bekommt es bei Purish und nehmt einfach die Influencer als eure Swatch-Menschen, die euch die Swatches dann machen. Dann könnt ihr es ja nicht im Laden swatchen, aber ihr könnt die Influencer swatchen lassen. Genau, und dann habe ich mir noch die Self-Care ausgesucht. Also Selbstliebe und Selbstpflege fand ich einfach schön. Eine etwas wärmere Palette, eine etwas neutralere Palette. Ne? Die haben aber noch 2 weitere auf den Markt gebracht. Und wie gesagt, schaut gerne einfach mal im Purish Online-Shop vorbei. Time for taking care of yourself. Und das sind halt diese Töne. Auch das ist eine Palette, die kann man super in den Alltag integrieren, wenn man es halt mal ein bisschen poppiger haben möchte, ein bisschen mehr Farbe aufs Auge haben möchte. Und auch das swatche ich euch jetzt mal. 5 Farben, weil das sind 5 Schimmerfarben und eine ganz normale matte Farbe. Oh. Hammer, das ist echt Hammer, Leute. So sieht die dann aus. Es ist halt auch so richtig schön weihnachtlich, ne? Weil du dieses Rot hast, du hast dieses Gold. Richtig, richtig schön. Ja, ich weiß gar nicht, welche von den beiden Paletten ich dann lieber mögen würde. Ich finde beide wunderschön. Hammer. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, welche euch persönlich mehr ansprechen würde. Sprich, zu welcher dieser Palette ihr das erste Schminki sehen möchtet. Ich werde nämlich beide mit euch zusammen austesten. Und ja, geil. Vielen Dank an Purish. Ich liebe es. Ich liebe es so, so sehr.
So, bei Sephora habe ich bestellt, habe ich ja schon gesagt. Und das war eigentlich so ein Kauf. Ich habe es in der Geschenkverpackung bestellt, ne, weil das kannst du ja anklicken. Ja, es war ein Kauf. Es war ein stressiger Tag auf der Arbeit, um das mal so zu sagen. Und ich war ein bisschen pieselig und habe mir gedacht, ich muss mich irgendwie glücklich machen. Dann war Glamour Shopping Week und dann habe ich mir ein bisschen was bestellt und mit einem Code und wie auch immer. Und ich bin ja Sephora Unlimited Mitglied, das heißt, man kann sich da einfach anmelden und das ist im Prinzip wie, keine Ahnung, wie zum Newsletter anmelden. Also du hast dafür, ne, keine Nachteile, du musst es halt nur separat auswählen, dann bekommst du ab einer gewissen Bestellmenge, wie auch immer, auch mal was gratis. Also du sammelst quasi Punkte dafür, dass du einkaufst, dafür, dass du bewertest, dafür, dass du an Umfragen teilnimmst oder so. Ich habe dieses Mal diese holographische süße Tasche gratis mit dabei bekommen. Ist ganz süß. Dann gab es ja halt diesen Code, dass man Prozente bekommt durch die Glamour Shopping Week. Und da habe ich dann auch noch ein Produkt gratis mit dazu bekommen. Das ist diese Haarmaske von Sephora. Und das soll man wohl über Nacht tragen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Acai Hair Sleeping Mask. Und naja, also ich habe für mich einfach gedacht, muss ich dann quasi zweimal duschen, morgens und abends, muss ich mir nochmal reinziehen. Ne? Also du hast halt unten dieses Sachet mit der Maske und oben dann die Haarkappe. Weiß ich nicht, ob ich damit klarkomme. Dann habe ich noch ein Goodie bekommen und zwar Vegan Milk Moisturizer. Ja, das gab es einfach gratis mit dabei. Du bekommst bei Sephora ja immer mal wieder Goodies mit dabei. Erst recht, wenn du in diesem Unlimited-Gedöns drin bist. Und hier haben wir eine Lidschattenpalette drin. Die schreit Frustkauf, bitte, ich sage euch das. Und halt eine Superbox, ne? Kannst du auch als Geschenkverpackungsbox nehmen. Ja, wie gesagt, eine Palette, die schreit Frustkauf und zwar von Anastasia Beverly Hills, die Norvina Palette, die war halt dann auch reduziert. Pro Pigment Volume 3. Oh. Ja. Die ist super groß, die ist super unhandlich, ne? Also das Packaging ist überhaupt nicht Anastasia Beverly Hills Style. Ja, da sind Schmetterlinge drauf. Ich brauchte irgendwie ein bisschen was Schönes in meinem Leben an dem Tag. Und der Spiegel ist schön, sehr schön. Und hier haben wir halt die Farben, die ist halt knallebunt, ne? Ich hatte die irgendwie einen Tag vorher gesehen bei jemandem, der die verwendet hatte. Habe ich schon wieder vergessen, wer das war. Irgendwer hatte die auf YouTube auf jeden Fall gezeigt und verwendet. Ich habe jetzt das eben mal eingeblendet und ich verlinke euch hier oben auch mal ihren Kanal. Eine ganz süße, ne? Ich schaue immer wieder bei ihr vorbei. Ich habe nur gerade ihren Namen vergessen. Das tut mir unheimlich leid. Hände sind abgeputzt. Dann gucken wir uns mal ein paar Farben an, einfach, worauf ich so Bock habe. Die haben halt keine Namen, ne? Das ist halt A1, B1, C1, D1 und so weiter. Und ich swatche jetzt ein bisschen mal hier wild drin rum, dass wir mal gucken können, wie das so ist. Ist schon schön. Ne? Ich swatch ja meistens so Schimmerfarben, ne? Weil diese Schimmerfarben einfach irgendwie mich persönlich am meisten flashen. Oi, oi, oi. Eine Party, Leute. Mega geil. Also da habe ich Bock drauf. Das ist schon von der Qualität her was Tolles und ja. Sowas macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Und das werde ich verwenden und das werde ich mit euch schminken. Und das wird bunt, obviously. Ja, das war halt so ein richtig klassischer Impulskauf, wenn man das mal so sagen darf. Okay, dann habe ich noch etwas von Dr. Pierre Ricot zugeschickt bekommen. Das ist einer meiner allerersten Kooperationspartner, die ich überhaupt so habe. Und deswegen freue ich mich jedes Mal drüber, wenn die mich anschreiben und fragen, ob ich Bock habe, was Neues von denen auszuprobieren. Da habe ich als allererstes dieses Produkt und zwar ist das die Smoothing Cream mit 4 verschiedenen Hyaluronsäuren. Die ist ja eben entsprechend gegen Falten und gegen Stress. Und das ist, die haben immer so schöne Tiegel, ne? Ich finde es ja total großartig. Und da ist auch Vitamin E enthalten. Und das soll halt Feuchtigkeit geben und glätten halt genau das, was ich brauche. Und das ist die neue Linie von denen und die darf ich hier einfach vorstellen. Ja, das hatte ich auch schon mal so ähnlich vom Pöttchen her. Da war es halt nur blau. Das habe ich, glaube ich, vor anderthalb Jahren auch mal zugeschickt bekommen. Total klasse, sehr, sehr hochwertig. Es ist Glas, es ist echt toll. Und bei Dr. Pierre Ricot bekommt ihr auf der Seite selber immer sehr, sehr hohe Rabatte. Deswegen habe ich jetzt hier keinen Rabattcode für euch. Das würde dann relativ wenig Sinn ergeben. Du riechst halt nicht wirklich was, ne? Also die Cremes von denen sind immer sehr pflegend und sehr angenehm bei mir. Die vertrage ich auch echt gut. Deswegen denke ich, dass ich hiermit auch einfach nichts falsch machen kann. Also ich persönlich mit meiner Haut, ne? Antifaltencreme Stressschutz. Und 4 unterschiedliche Hyaluronsäureformen natürlichen Ursprungs. Sie und
Calox. Unsere exklusive Kombination aus Peptid und Vitamin E schützt vor Hautalterung. Das steht hier drin, deswegen habe ich das gerade ein bisschen merkwürdig vorgelesen. Wird auf jeden Fall dann demnächst getestet. Ich habe jetzt aktuell noch eine offen, aber danach wird die aufgemacht. Passend dazu habe ich die Augencreme auch dazu bekommen. Das ist eine Smoothing Eye Contour with 4 Hyaluron Acids. Das ist ja auch gegen Falten und gegen Stress. Da muss ich gucken, wie mir die gefällt. Also ich bin da ja immer sehr, ja, also ich pflegebedürftig, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Also meine Augen brauchen echt viel Pflege. Deswegen schauen wir einfach mal, wie die so sein wird. Ja, 15 ml drin. Das ist auch wirklich eine große Geschichte für eine Augencreme. Und da bin ich sehr, 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 sehr erfreut drüber. Ich mag auch diesen, ne, diesen spitzen Rausdrückviech-Gedönsen. So schaut die Creme dann aus. Kann ich jetzt mal hier mit dem Finger verteilen. Doch, die wirkt schon sehr pflegend. Es riecht halt nach nichts. Muss ich mal gucken. Also das wird auf jeden Fall seine Anwendung finden. Das kann ich jetzt nicht vorlesen, weil das ist wirklich, da kann ich nicht durchlesen. Aber da wird so ungefähr das Gleiche drin stehen. Finde ich sehr interessant und ja, ne? Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Dann habe ich hier noch das dazugehörige Serum. Auch das wieder ein Smoothing-Serum, also es soll alles weich zeichnen. Mit diesen 4 Hyaluronsäuren. Resurfacing Anti-Wrinkle and Stress Shield. Also das ist quasi, ja, die Resurfacing. Die Oberfläche zu erneuern, wenn man das mal so sagen darf. Da hatte ich tatsächlich auch das Blaue schon von und das Grüne sieht ja auch wirklich super schön aus. Sehr, 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 sehr hübsch. Ein bisschen ist es hier, glaube ich, ausgelaufen. Aber damit kommen wir klar. Und ja, das scheint auch wirklich ein sehr, sehr flüssiges Serum zu sein. Eine sehr gelige, ach Quatsch, sehr, sehr milchige Textur. So schaut das Serum dann auf der Hand aus. Wirklich sehr flüssig, ne? Oh. Also, erst wenn man das so aufträgt, von der Oberfläche her so ein bisschen, dass es schon zusammenhält, aber sobald man da mit dem Finger drüber geht und das dann verteilt, wird es sehr flüssig. Sehr, sehr angenehm. Und dieser eine Pump-Hub, der reicht, der ist ja sehr, sehr ergiebig. Sehr, sehr voll. Leute, es tut mir leid. Ja, das riecht halt dann leicht alkoholisch, um ehrlich zu sein. Und hier ist es dann jetzt auf der Hand einfach drauf. Fühlt sich gut an. Also ich hoffe, dass es tatsächlich auch genug Feuchtigkeit für mich spendet, das, die komplette Reihe, ne? Weil ich ja sehr viel Feuchtigkeit brauche. Ja, aber ich denke, ne, ich werde es ja langsam einschleichen lassen in meine Routine. Ich habe aktuell ja noch was in Anwendung und dann mache ich das meistens, dass ich das so peu à peu verwende, dass man das halt einschleichen lässt. Ich werde jetzt nicht Stichtag heute auf einmal meine kompletten Pflegeprodukte rausschmeißen und neu reinpacken. Und da hat man immer eine kleine Übergangszeit, weil ansonsten ist meine Haut persönlich angegriffen. Sie sind einfach schockiert, weil man dann auf einmal so viele neue Produkte hat. Das kann ich nicht haben. Würde ich übrigens auch jedem empfehlen, ne? Wenn ihr so ein bisschen sensiblere Haut habt, einfach die Pflege dann vorsichtig umzustellen und nicht von jetzt auf gleich. Ein hauterneuerndes Antifaltenserum Stressschutz. Also das mit dem Stressschutz, das gefällt mir richtig gut. Also wir haben ja wirklich in dieser Pflegereihe Stressschutz und Antifalten. Passt sehr gut zusammen für mich. Ne? Und Hyaluron und Hüdelülü brauche ich tatsächlich auch. So, das waren jetzt meine neuesten Errungenschaften. Heute ist der 10.10. Einfach so, falls ich dieses Video ein bisschen später online stelle, aber dass ihr dann Bescheid wisst. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!